Hallo, ich spreche gerade mit Frau Monika. Hallo? Ja. Wem spreche ich da bitte? Also, sind Sie Herr Gerold Steiner? Ja, natürlich. Was habe ich dir gesagt? Ja, du hast gesagt, ich soll mich noch ganz oft anmelden heute. Ja? Wieder und wieder. Mhm. Ja, hallo? Hallo, guten Tag, hier Fatima Nack, Ariane Torres am Apparat. Ja, hallo, guten Tag, spreche ich mit Herrn Luise. Nee. Hallo? Hallo, Herr Patmanach. Ja, wer ist denn da? Gabi Winter am Apparat. Ja? Ja. Aha, möchten Sie wieder unser Gespräch aufnehmen, ja? Hallo, schönen guten Tag, sprich mich Arschloch. Ja, hallo, schönen guten Tag, mein Name ist David Neumann, grüße Sie. So, ich sehe, haben Sie sich registriert für den Onlinehandel, richtig? Hallo. Hallo, Herr Steiner. Mhm. Sie haben heute keinen Club, ich bin wieder Gabi am Apparat. Ja, wie viel Mal sollen Sie mich auf jeden Fall in Ihren Videos haben? Hallo. Hallo? Hallo? Wenn Sie unsere Werbung schauen, ja, erst danach bekommen wir den Weg nach Sie. Also, mein Name ist Lola Larek und ich bin Ihr Ansprechpartner. Was für ein Ding, Lola? Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, heute habe ich euch wieder einige kleinere Schnipsel mitgebracht, da nicht alle Telefonate so lange gehen, wie ihr sie sonst immer hört. Es gibt natürlich auch unzählige Anrufe, die dann schon relativ schnell vorbei sind. Sei es, dass die Callcenter-Mitarbeiterin mal wieder dieselbe war und mich dann doch schon erkannt hat, oder sei es dann nochmal die gleiche Mitarbeiterin, die mich dann doch wieder erkannt hat. Oder sei es dann doch nochmal die Mitarbeiterin, die mich dann doch wieder erkannt hat. Naja, und so weiter. Und natürlich sind die Callcenter auch nicht ganz begeistert davon, dass sie mich immer wieder an der Strippe haben. Aber natürlich habe ich mir ja zur Aufgabe gemacht, möglichst viel Zeit von denen zu verplempern. Und da setze ich auch möglichst viel Zeit rein. Ja, und begeistert sind die natürlich davon nicht. Das wird hier, denke ich mal, auch aufschlussreich. Es gibt auch Anrufer, die einfach nur anrufen und ihr Telefonhörer dann an die Seite legen. Weiß ich nicht, ob sie damit ihre Pause verbringen. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß heute mit den ganzen kleinen Schnipseln, die so übergeblieben sind. Hallo, ich spreche gerade mit Frau Monika. Hallo? Ja. Ich grüße Ihnen, mein Simon Meyer, und ich bin der Co-Manager von der Firma Patinex. Sie haben gerade bei uns eine Anmeldung gemacht, ist das richtig? Ja. Und wie gesagt, ich habe diese Anmeldung gemacht, weil ich sehe gerade im System, dass Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Ist das richtig? Ja. Okay, und wie heißen Sie mit Name und Nachname? Wieso wollen Sie das wissen? Motto. Ja. Warum? Tschüssi. Ja. Ja, war doch ein ganz nettes Gespräch, oder nicht? Ich meine, man ruft ja von der Bank nicht umsonst Leute an. Man will sie ja beleidigen, wenn man von einer Tradingbank anruft, oder? Ja. Seriös. Da würde ich auf jeden Fall Geld einzahlen. Wie spreche ich da bitte? Also, sind Sie Herr Gerold Steiner? Ja, natürlich. Ich grüße Ihnen, mein Name ist Simon Meyer. Ich bin der Co-Manager von der Firma Platinex, was Sie bei uns eine Anmeldung gemacht haben, richtig? Ah ja, super. Haben Sie diese Anmeldung gemacht? Ja, natürlich. Ja, und das bedeutet, dass Sie haben Interesse, Geld zu verdienen. Okay, wollen Sie gerne einen Kontakt? Was für eine Karte verwenden Sie? Master Visa. Wie bitte? Was für eine Karte verwenden Sie? Master oder Visa? Ich benutze eine Visa-Karte. Sie benutzen eine Visa-Karte? Ja. Okay, lesen Sie mir bitte erstmal die Kartennummer vor. Ja, lese mal eine. Die Kartennummer, die ganz lange Nummer, ja? Ja, lese mal vor. Ja, das ist 4432
0841. Mhm. Dann haben wir die 6804. Okay, also du kannst. Du weißt ja, dass die Visa gerade nur mit 60 Stelle genommen ist. Was? Dass du auf YouTube-Video machst, du kleiner. Die Visa-Karte ist nur mit 16 Nummer, ja, nicht mit 1000, wie sie sagen. Du kleiner Hund, du Donner, Alter. Wieso sind sie? Wieso dein Leben, du kleiner Hund? Wieso sind sie jetzt so beleidigend? Das sagt man aber nicht. Anwalt, dass das heißt. Ja. Aber sowas sagt man doch nicht. Das ist nicht anständig. Mach mal nur einen Anwalt und dann nicht. Die ganze Miete, was du machst, ja. Ich die ganze deine Generation, du kleiner Bastard, die verbindest ja. Jetzt und das ist aber du nur einmal machst, dann dein Leben. Oh, das ist aber wirklich nicht anständig, was du da sagst. So, Digga, was bist du für eine Hure? So, wie hast du mal Zeit, so solltest du machen, du kleiner Bastard? Aber warum redest du so schmutzig? Junge, ich fick deine Mutter, was für schmutzig, du kleiner Bastard. Das sagt man doch aber so nicht. Digga, hast du eine Schwester, Digga? Ja, ich habe eine Schwester. Okay, bring mal deine Mama, ich mach dir ja noch eine. Was? Bring mal deine Mama, ich mag dir nur eine Schwester, dass du zwei Schwestern hast dann. Okay. Kleine Bastard. Das kann man so. Ja. Ja, verpiss dich, du kleiner Gestörtiger. Ja, warum seid ihr so nett am Telefon? Ja, ein zutiefst seriöses Unternehmen. Gleich zu Beginn mal die Kreditkartendaten abfragen, ohne großes Hallo und Tralala. Und beleidigen kann man ja auch. Tja, aber das war wohl wieder ein Callcenter, bei dem ich schon so ein kleines bisschen übertrieben habe mit meinen Anmeldungen. Ist aber nicht schlimm, ich habe mich natürlich nochmal eingetragen. Ach ja, und gruselig, dass der Typ wohl scheinbar auf ältere Damen steht. Naja. Was habe ich dir gesagt? Ja, du hast gesagt, ich soll mich noch ganz oft anmelden heute. Aber wenn du das machst, dann kriegst du dein Leben, Alter. Schick mal die Adresse, wo du wohnst. Ja, die steht doch im System bei euch, oder nicht? Schick mir die Adresse, wo du wohnst, du kleiner Bastard. Also hast du mal Geld verloren, deswegen machst du diese Anmeldung. Ja, du kleiner Hundesohn. Ja, soll ich dir die Adresse... sagen? Ja, kannst du auch sagen. Ja, das ich ist... Schick dir eine E-Mail und dann kannst du auch schreiben, du kleiner Bastard. Ja, ich sag dir die Straße. Das ist die... Scheint das Interesse wohl nicht so groß gewesen zu sein an der Adresse von mir. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir dieses Callcenter in diesem Video dran haben. Und es ist auch nicht das letzte Video, wo wir dieses Callcenter dran haben. Ja? Wieder und wieder. Mhm. Hey, wo sitzen wir jetzt? In Herzstadt? Oder in Salzstedt? Was? Wo sitzen Sie jetzt? In Herzstadt? Ja. Genau. Herzstadt. Mhm. Die Straße? Ja. Die Braunschweiger Straße 77. Wie? Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße. Mhm. 77. 77. Mhm. Alles klar. Ja. Danke schon. Ja, gerne. Tschüss. Ja, bis bald. Cool. Ja, wir hören uns ja bestimmt noch ein paar Mal. Ja, ich denke auch, dass wir uns nochmal hören. Gleich sehen. Verplemper gerne mehr deine Zeit. Ist klar. Ja, verplemper noch ein bisschen deine Zeit. Ich werde ein kleines Bruder für sie machen. Ja. Machst du das? Ja. Alles klar. Ja. Da hat er wohl gedacht, dass er meine IP-Adresse rausgefunden hat. Ich weiß nicht, was er damit anfangen will, kann er gerne vorbeifahren. Denn letztendlich hat er nichts anderes gefunden als einen Knotenpunkt vom VPN. Und von den Knotenpunkten, tja, da hat der liebe Herr Steiner ganz schön viele. Denn der Herr Steiner, der benutzt ja gleich mehrere VPNs. Und der Herr Steiner hat auch einen Tor-Browser. Und naja, so ist der Herr Steiner halt nicht so einfach zu finden. Hallo? Hallo, guten Tag, hier Fatima Nach, Ariane Torres am Apparat. Mhm. Ihre Ansprechpartnerin von der Firma Elite Solutions. Ja. Sie sind gerade online auf unserer Plattform, korrekt? Ja, genau. Die Seite ging hier gerade auf.
Genau, also. Okay, also, Sie haben mit Software, also mit Bitcoin, diese Interesse geäußert, korrekt auch? Ja, genau. Hier stand, dass man in 7 Tagen Millionär werden kann. Okay, also, hier fällt mir noch. Natürlich, also, wir sollen auch in Realität bleiben, ja? Ja. Und also... Nicht gut? Okay. Ja? Hallo? Hallo? Tja, so ist das, wenn man wieder aufgeflogen ist in dem gleichen Callcenter. Nur, dass diesmal eine etwas nettere Dame dran war, die nicht so viele Kraftausdrücke benutzt. Ach ja, die Callcenter, die haben schon ihren Spaß mit mir. Und, naja, mittlerweile kennen sie mich ja sogar schon beim Fake-Namen auswendig. Naja, aber jetzt habe ich euch mal ein etwas längeres Gespräch mitgebracht. Hallo, guten Tag, spreche ich mit Herrn Luise? Nee. Wie heißen Sie bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Mein Name ist Megan, ich melde mich von der Firma Zolich Talks. Geht es um Online-Handel? Weil Sie schon Interesse über Online-Handel gezeigt haben, richtig? Ja, da hatte ich Interesse, aber mit wem möchten Sie denn sprechen? Louise Müller. Ach so, ja. Sie haben eine Anmeldung gemacht. Ja. Und ich bin erste Sprachnehmer und ich werde Ihnen helfen, für Ihr Handelskonto zu aktivieren, Herr. Ja, weiter? Ich werde Ihnen eine E-Mail gesendet. Ja, aber das heißt ja nicht Herr. Nochmal? Sie müssen mich schon mit einem Namen ansprechen, das ist sonst unhöflich. Hallo? Wie heißen Sie bitte? Ja, haben Sie doch vorgelesen. Na, wie heißen Sie? Ja, haben Sie doch vorgelesen. Steht doch da bei Ihnen. Sie müssen doch das nur benutzen, was da steht. Ihre E-Mail-Adresse steht lulu.pikmomo@gmail.com? Ja, genau. Aber das, der Name. Louise Müller. Ja, genau. Okay, ich werde Ihnen eine E-Mail gesendet haben. Okay. Okay, einen Moment. Warum lachen da so viele Leute bei Ihnen im Hintergrund? Ganz kurz, bitte. Ja, Sie haben noch angerufen. Jetzt soll ich auf einmal warten? Was ist denn das? Auf welche Webseite war das denn? Ich weiß die nicht mehr auswendig. Hallo? Ja, ich würde Ihnen eine E-Mail gesendet. Ja, können Sie mir nicht den Link sagen? Von, oder wie die Seite heißt? Ja. Ja, und? Und wir hatten eine Kontoaktivierung, Ihre Konto. Ja, aber wie heißt denn die Seite mit dem Konto? Nochmal? Ja, wie die Seite heißt. Ich stopp's. Ach so. So, bin ich jetzt drauf, ja? Was soll ich da machen? Schauen Sie meine E-Mail. Habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber machen Sie mal die Musik da aus im Hintergrund. Hallo? Hallo? Ja, wenn Sie nicht mit mir sprechen wollen, dann weiß ich auch nicht, was das werden soll. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit dem Herrn Müller? Ja. Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Ria. Ich melde mich von der Firma Solidstocks, weil Sie Interesse an unserem Online-Handel gezeigt haben. Ist das richtig? Ja. Und warum sind Sie jetzt dran? Warum nicht mehr die Frau? Bitte? Warum sind Sie jetzt am Telefon und nicht mehr die Frau? Weil ich Ihnen besser helfen kann. Ist die andere Frau zu inkompetent oder warum? Bitte? Ist die Frau zu inkompetent oder warum? Nee, das hat damit nichts zu tun, sondern die hat es mir übergeben, damit ich Ihnen weiterhelfen kann. Ja, aber das hat die nicht mal gesagt. Bitte? Das hat die aber nicht mal gesagt. Brauchst du auch nicht zu sagen. Ja doch, wenn man einfach Leute am Telefon weitergibt, dann sagt man das schon. Ja, ich bin Ihr Kollege. Ja. Ja, aber warum hat sie mir das nicht gesagt, dass sie jetzt... Ja. Sie hat mich doch angerufen. Warum geht sie denn wieder weg, wenn sie mich anruft? Soll ich Ihnen wieder mit meinen Kollegen verbinden? Ja.
Hallo? Hallo? Ja, nochmal. Ja, jetzt sind Sie wieder dran? Ja. Ja. Und nun, was ist jetzt? Was machen wir jetzt? Was werden Sie mit mir sprechen? Ja, na, Sie haben doch angerufen. Hallo. Tja, ich denke mal, da darf man schon mal an der Kompetenz der Menschen zweifeln. Im Übrigen, wir haben ja hier ganz kurz diesen komischen Rio gehört. Von dem haben wir hier auf dem Kanal auch schon mehrere Videos in kompletter Fassung. Denn den Typen hatten wir schon unter anderem Charakter, ja, etwas länger am Telefon. Schlau ist er auch nicht. Aber schön, dass man hier einfach mitten im Gespräch einfach weitergereicht wird, ohne dass man darauf hingewiesen wird. Also ich weiß nicht, ob euch das in einer deutschen Firma passieren würde. Normalerweise sagt man euch ja, ich bin zu blöd, ich reich sie mal weiter. Oder irgendwie so in der Art. Naja, aber schon interessant. Also wie gesagt, das Callcenter hatten wir ja auch schon mehrfach dran. Und naja, die Intelligenz war auf jeden Fall nicht besonders viel höher als in diesem Telefonat hier. Machen wir mal weiter. Hallo? Hallo, Herr Patmanach. Ja, wer ist denn da? Gabi Winter am Apparat wieder? Ja. Aha, möchten Sie wieder unser Gespräch aufnehmen, ja? Okay, stellen Sie bitte dann die Fragen. Ja, machen Sie den Job da gerne? Aha, okay. Ja, machen Sie den Job gerne? Mein Job? Okay, mein Job ist, den Kunden dabei zu helfen, Konto erfolgreich zu aktivieren. Nein, falsch. Was denken Sie? Wissen Sie besser als ich? Ja. Okay. Und wovon? Haben Sie selber dort gearbeitet oder wovon haben Sie so große Informationen? Ja. Okay. Das bedeutet, Sie haben auch gleichen Job gemacht? Ja. Okay. Und? Ja. Dann können Sie selber erzählen, oder? Wo sitzt denn Ihre Firma? Das ist nicht Ihre Sache. Doch. Nein, das ist überhaupt nicht Ihre Sache. Wo ist denn die Firma registriert? Die Firma ist in Deutschland registriert und Hauptsitz ist in Frankfurt. Und warum geht eure Telefonnummer nicht zurückzurufen? Dafür haben wir andere Nummer, wo Kunden jederzeit zurückrufen können. Dass das illegal ist, wisst ihr? Nein, das ist überhaupt nicht illegal, was wir machen, deswegen arbeiten wir. Doch, sonst würden wir nicht arbeiten, oder? Ja, doch, ihr arbeitet halt illegal, ist euch doch egal. Bundespolizei ist schon wach, oder? Wenn wir was Illegales machen, dann gibt es ja die Bundespolizei, oder? Wissen Sie, was eine Fangschaltung ist? Natürlich, ja. So, sind Sie fertig? Nö. Was verdient ihr denn so am Tag da? Ich persönlich oder unsere Firma? Na, fangen wir mal mit dir persönlich an. Das weiß ich nicht. Ach so, und die Firma? Das weiß ich auch nicht. Okay. Wir rechnen das monatlich, nicht täglich. Ja, und wie viel ist das im Monat? Also kam 5.000 pro Person. Okay. Und wie viele Leute habt ihr schon abgezockt? Wie viel Mal haben Sie bei uns registriert? Das habe ich nicht mitgezählt. Ich habe auch das nicht mitgezählt. Ja. Und wie viele Leute rufst du so am Tag an? Zurück oder ich? Ja, du. Nutzen Sie nicht, bitte. Ich mach das nicht. Mir egal. Wie viele Leute rufst du denn so am Tag an? Also, weiß ich nicht, wer sind Sie, aber Sie sind Flodaco eigentlich. Sie haben keinen Job, kein Leben und Sie sind jeden Tag damit beschäftigt, diese scheiße Sache zu machen. Und ja. Weiß ich nicht. Schönen Tag noch, ja? Ich denke, ich werde ein Bestandteil von deiner Arbeit. Du wirst mich ganz oft sehen und hören. Sehen Sie,
Omid, ach so, okay, viel Erfolg dann, ja? Ja, tschüss. Bis demnächst. Tschüss. Tschüssi. Ich denke mal, dieses komische Cringe-Gespräch sagt wohl alles über dieses Callcenter aus. Sie meint, sie verdienen 5.000 pro Person im Monat. Kann schon sein. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall gruselig, wenn das so stimmt. Aber auf jeden Fall, tja, witzigerweise hat sie ja tatsächlich sogar schon den nächsten Charakter wieder vorgelesen. Da kam wohl schon der nächste Datensatz hoch für den nächsten Kunden, den sie anrufen soll. Tja, das war wieder ich. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, tja, dass wir uns gleich nochmal hören. Also direkt nachdem sie aufgelegt hat. Und sie dachte, sie hat jetzt den Fake-Charakter und naja, war halt der nächste, ne? Hallo. Hallo, Herr Steiner. Mhm. Sie haben heute keinen Club. Ich bin wieder Gabi am Apparat. Ja, wie viel Mal sollen Sie mich auf jeden Fall in Ihren Videos haben? Ja, weiß ich nicht. So oft, bis keiner mehr von euch rangeht. Also, so geht es nicht, Doch. Herr Steiner. Doch. So geht es nicht. Doch. Doch. Merkst du ja, dass es geht. Okay, und? Das wird auch noch viele Male funktionieren. Was kriegen Sie davon? Sagen Sie mir bitte. Werbeeinnahmen. Ach so, okay. Ach so, das ist ja gut eigentlich. Ja, ich verdiene mein Geld wenigstens seriös, ihr nicht. Aha, okay. Und woher wissen Sie das? Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Mich rufen jeden Tag so, weiß ich nicht. Also heute waren es schon über 100. Weil Sie selber jetzt auf der Plattform registriert haben. Sie sind gerade online. Sie haben 7 oder mehr Konten aufgemacht. Aus diesem Grund haben Sie die Anrufe bekommen. Wenn Sie nicht registrieren, bekommen Sie dann keine Anrufe. Ja, wäre ja blöd. Ich will ja Anrufe haben, damit ich den Leuten die Betrugsmaschen zeigen kann. Und wie können Sie das zeigen? Sie können das nicht zeigen. So. Sie sagen das, aber Sie können das nicht beweisen. Okay? Naja doch, ich lese ja die Gesetzestexte dazu vor und dadurch aber kann man das beweisen. Trotzdem ist die Nachfrage hoch. Ja, das ist ja gerade das Dramatische, deswegen mache ich ja die Videos, damit die Einnahmen bei euch nicht mehr so hoch sind. Also, Herr Steiner, ehrlich gesagt, Sie können nicht beweisen, dass es illegal ist, weil doch, es nicht illegal ist. Das ist überhaupt Leute, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das illegal findet, was die Tante macht. Also, Leute schreiben auch gleich über Amazon, aber ist Amazon illegal? Ich habe auch bei Amazon gearbeitet. Wissen Sie, das weiß ich sehr gut. Ja, möchten Sie noch jemanden grüßen? Nein, überhaupt nicht. Das ist aber schade. Die Leute würden sich bestimmt freuen, wenn sie mal ein paar nette Grüße. Sie sind schon erwachsen und spielen Sie bitte nicht mehr. Sie sind nicht mehr Kind. Doch, ich werde ganz oft noch mich eintragen. Ganz oft. Wie Sie wünschen. Das ist Spaß für mich eigentlich. Ich kenne schon Ihre Telefonnummer, aber trotzdem bekommen Sie die Anrufe, weil wir hier Lust haben, weil alle anderen hören auf unsere Gespräche zu, okay? Deswegen. Aber Sie haben überhaupt nicht Spaß, wie ich sehe. Tja, dass wir da keinen Spaß dran haben, ist, glaube ich, mal eine totale Fehleinschätzung. Naja. Gut, also, tja, sie hat mich gefragt, wie soll ich euch die Masche zeigen, also, dass die Betrüger sind. Ich glaube, ihr könnt euch davon mittlerweile selbst ein Bild machen. Oder? Naja. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, kann ich euch so viel verraten, die nette Frau Winter, die haben wir hier nicht das letzte Mal. Ich glaube, in diesem Video ist es das letzte Mal, aber die Frau Winter hatte ich noch mehrmals am Telefon. Im Übrigen hatten wir von der Frau Winter ein ganz tolles, langes Video, wo sie so richtig schön ausgerastet ist. Und wir haben auch eine ganze Weile über ihren tollen Job diskutiert. Ich glaube, ihr erinnert euch, das war das Video von mir, wo sie ja beweisen wollte, dass sie zurückrufen kann, wenn ich mich recht erinnere. Also, dass ich zurückrufen kann und sie dann aber nochmal angerufen hat, tatsächlich sogar, wo wir alle nicht das gerechnet hatten. Na, ihr wisst, was ich meine. Hallo, schönen guten Tag. Sprich mich Arschloch? Hm.
Ja, Herr Arschloch. Ja. Ihre Daten sind an Polizei weitergeleitet. Oh, und ja, wenn Sie mal noch einmal bei uns anmelden, wir haben Sie schon auf eine wunderschöne Seite angemeldet. Vielleicht ja, haben Sie viele Anfragen bekommen. Ist doch gut, wenn hier viele anrufen. Ja, und dann ich rufe Sie nochmal an. Oder ja, möchten Sie gerne mit einem Mann sprechen? Das ist mir eigentlich egal. Ich meine, kriminell seid ihr ja alle. Ja, ja, du auch, du Arschloch. Ja, genau. Hab mich gerade nochmal angemeldet. Ja, hier weiß ich nicht, ob es wieder das gleiche Callcenter war wie gerade eben. Aber naja, Sie haben ja gemeint, Sie hätten mich bei der Polizei angezeigt. Und das ist ja, ja, wäre schön, wenn Sie das mal tun würden. Denn könnte ich denen das hier zeigen? Und dann wüsste die Polizei, was das für ein Callcenter ist. Und naja, ihr wisst, dass sie das bestimmt nicht machen werden. Denn dann würde ja deren Masche auffallen, ne? Also sollen sie mich mal anzeigen. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist David Neumann. Grüße Sie. Mhm. So, ich sehe, haben Sie sich registriert für den Onlinehandel, richtig? Mhm. So, deswegen melde ich mich bei Ihnen als Unterstützung, Ihnen zu helfen bezüglich der Aktivierung. Mhm. So, und muss Sie kurz gesetzlich qualifizieren, wenn das für Sie in Ordnung ist. Mhm. Bitte? Ja. So, wie jung sind Sie, wenn ich fragen darf? Wieso? Also, ich muss Sie gesetzlich qualifizieren und deswegen frage ich Sie. Ach so. Das, ja, weil es ja das Gesetz verlangt, damit wir wissen, ob Sie qualifizierbar sind für den Onlinehandel. Hm. Ich höre Hintergrundgeräusche. Nehmen Sie mich jetzt auf oder was passiert da? Was für Hintergrundgeräusche? Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Ihnen auf laut oder so. Nee, keine Ahnung. Ach so, so, haben Sie schon Erfahrung mit Onlinehandel oder wollen Sie es einfach mal ausprobieren? Einfach mal ausprobieren, dachte ich. Mhm, okay. So, ich qualifiziere Sie kurz gesetzlich und dann fahren wir fort. Ja. So, wie jung sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 21. 21, okay. Nee, was 29. Sind Sie vom Beruf aus? Sie haben 21 gesagt, jetzt sagen Sie 29. Meinen Nein, Sie ich habe 29 gesagt, nicht 21. So, wir sind ja hier auf YouTube und ich gerade im Schnitt. Nochmal für alle als Wiederholung. So, wie jung sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 29. 21, okay, nee, was 29. Sind Sie vom Beruf aus? Sie haben 21 gesagt, jetzt sagen Sie 29. Meinen Nein, Sie ich habe 29 gesagt, nicht 21. 29, was machen Sie beruflich? Beruflich? Ich verstehe Sie so schlecht. Ja, beruflich. Beruflich? Ja, da bin ich Sekretär. Aha. Bei welchem Unternehmen? Bei der BaFin. Sind Sie gelernt bei der BaFin? Ach so, schön. Wissen Sie was? Dieses Spielchen können Sie wo ganz anders machen, ja? Wo denn? Wissen Sie was? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Tschüss. Ich Ihnen nicht. Ja, also ich weiß nicht, was der für Probleme hatte, aber ich meine, ich habe ja nur ganz normal geantwortet auf seine Fragen und ja. Ich meine, könnte ja sein, dass ich bei der BaFin arbeite. Wo ist denn jetzt das Problem? Hat er sich wohl ertappt gefühlt mit seiner tollen Firma. Und was ich ganz besonders toll finde, ist, dass die Betrüger sich immer irgendwelche Hintergrundgeräusche beschweren. Also selbst wenn die irgendwelche Hintergrundgeräusche hören, ich habe es euch ja in anderen Videos schon gesagt, ich persönlich stelle keine fest, wenn ich auf meiner eigenen Leitung mit einem anderen Telefon aus einem anderen Raum aus anrufe. Keine Hintergrundgeräusche und ich habe auch schon Familienmitglieder auf der Leitung anrufen lassen. Auch keine Hintergrundgeräusche. Keiner hört sich selbst. Ich weiß es nicht, woher die das nehmen. Ja, keine Ahnung. Ist mir auch bums egal. Aber letztendlich, die beschweren sich über Hintergrundgeräusche. Dann sollten die erstmal zuerst die Diskothek vielleicht auch abschalten. So, und ich habe euch noch drei kürzere Telefonate, nenne ich es mal, mitgebracht. Da passiert jetzt nichts Aufregendes mehr. Allerdings hören wir die Callcenter-Leute im Hintergrund und wir hören auch raus, was die so teilweise sagen. Ja, vielleicht findet ihr ja noch ein paar spannende Sachen raus, die ihr eben so mitlauscht und schreibt mir die einfach mal in die Kommentare. Hallo. Ich höre nichts. Hallo? 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 Hallo?
Sprechen Sie mit irgendjemanden, oder? Tja. Hallo. Ja, sowas habe ich hier tatsächlich sehr, sehr häufig. Ich nehme mal an, das sind Callcenter, die einfach gerade viel zu viel Zeit haben und haben vielleicht Lust, mich zu ärgern, weiß ich nicht, aber das Einzige, was sie damit erreichen, ist eigentlich, ja, nix. Weil meistens ist die Leitung bei mir eh belegt. Heute ist es tatsächlich sogar mal verdächtig ruhig. Wir haben heute aber auch einen Donnerstag. Mittwoch ist eigentlich der Tag, wo das Telefon am meisten klingelt. Weiß ich nicht. Aber wir hören mal in das, in den nächsten kurzen Clip rein. So ein ganz kleines bisschen mehr versteht man da auf jeden Fall auch. Und man hört auch aufgrund der anderen Callcenter-Mitarbeiter ganz genau, in welcher Firma wir uns hier befinden. Hallo? Tja, wenn keiner mit mir spricht, dann wird das nichts. Naja, bei Elite Solutions bin ich wieder. Das habe ich schon mal rausgehört. Ich glaube, die nebenan hatte ich gerade. Ja, jetzt ist das Mikro aus. Hallo? Tja, Leute, so wird das nichts mit dem Betrügen. Hallo? Hallo, hallo? Kuckuck. Ist da jemand? Tja. Es gibt ja so eine ungeschriebene Regel, dass man nicht auflegen soll. Tja. Aber wenn ihr da nur so eine Leitung blockieren wollt, dann kann ich euch ja so lange auf Parken legen oder so. Tja, so ist das. Na gut, dann blockiert mal die Leitung weiter auf Parken. Ja, und wie gesagt, sowas passiert hier tatsächlich des Öfteren. Ich beende auf jeden Fall aus Prinzip solche Gespräche auch nicht. Ich lasse es halt einfach liegen oder ja, steck's bei mir selbst in die Warteschleife. Da habe ich zwei verschiedene, eine mit Musik, eine ohne. Und naja, wenn sie sich weiter anschweigen wollen und wollen eine Leitung verbrauchen, das können sie auf jeden Fall haben. Stört mich nicht. Schade, dass sie damit kein Geld verbrauchen, weil auch für Hotline-Leitungen gibt es mittlerweile Flatrates, sind ein bisschen teurer, aber auch erschwinglich. So bummelig 5 Euro pro Rufnummer, die da haben. Naja, und weiß ich auch nicht. Aber letztendlich verschwenden die selber da auch gerne mal ihre Zeit, so wie ich das Gefühl habe. Auf jeden Fall haben wir hier rausgehört, oder ich zumindest, dass es von Elite Solution war. Und wenn ihr noch irgendwas Interessantes raushören konntet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe hier noch einen kleinen Schnipsel für euch mitgebracht. Hallo? Nee, mach mal das Mikrofon wieder an. Weil dann können wir ja hören, was da so im Hintergrund passiert. Tja, Leute, so ist langweilig. Ich leg euch mal wieder auf Parken, weil hier ruft gerade noch ein anderes Callcenter an. Bis später. Ja, in der Tat hat auch schon das nächste Callcenter angerufen und den nächsten Schnipsel hören wir denn jetzt gleich. Allerdings hat man hier in dieser Aufzeichnung schon ein bisschen mehr verstanden als in den anderen letzten beiden Aufzeichnungen. Tatsächlich das gleiche Skript wie überall woanders. Was ist auch anderes zu erwarten, ne? Also, mein Name ist Lola Larek und ich bin hier Ansprechpartner. Was für ein Ding, Lola? Lola, ja, Lola. Wie, warum heißt man denn Lola? Oh, was hab Lola. Aha. Okay, dann mach mal weiter in deinem Skript, ja? Und ich bin hier, um Ihnen zu helfen und erklären, mit dem Konto aktivieren. Aha. Hat das nicht gerade dein Kollege schon gemacht? Wie bitte? Ja, ist gut. Von wo rufst du an?
Nochmal bitte? Von wo du aus anrufst? Von Deutschland, warum? Ja, von wo denn in Deutschland? Von Berlin. Mhm, okay. Mhm. Straße? Und ich bin hier, um Ihnen zu helfen und hier mit dem Kontakt wir. Ja, ja, aber erstmal will ich ganz genau wissen, wer da auch dran ist. In welcher Straße sitzt ihr? Möchten Sie mit dem Kontakt wir? Ja, Straßenname. Hallo. Lola. Also Herr, ich habe eine E-Mail geschickt. Haben Sie... Ja, Frau. Sag mal Straßenname jetzt. Ja, komm, mach weiter. Dann lassen wir den Straßennamen weg, Lola. Ja, der Schluss hat sich ein bisschen komisch angehört, weil da letztendlich ganz viel automatisch rausgeschnitten wurde. Sie hat halt einfach nicht mehr mit mir gesprochen und naja, das ist halt davon übrig geblieben. Aber schon komisch. Ist zu viel verlangt, nur dass man wissen will, wer da eigentlich anruft. Leute, das ist euer gutes Recht, genau zu wissen und auch genau zu verstehen, wer euch da am Telefon irgendwie vollquatschen will. Die Tante erzählt hier Deutschland, Berlin. Ja, das war's. Wenn ich nach der Straße frage, weiß ich nicht. Weiß er auch wirklich nicht, weil wenn man im Ausland sitzt, dann hat man die Straßennamen aus Berlin sicherlich nicht im Kopf. Und dann kann man da auch keine vernünftige oder halbwegs anständige Antwort darauf geben, wenn das im Skript nicht steht. Mal davon abgesehen, hat die auch wieder kein Wort verstanden. Also so viel zum Thema, sie sitzt in Deutschland. Naja, ich hoffe, euch hat die kleine Schnipselparty heute wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir wie immer gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn nicht, dann natürlich auch nach unten, dann mache ich solche Videos nicht mehr. Ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, denn hier auf diesem Kanal gibt's schon einige davon. Und ja, wäre blöd, wenn man das verpasst. Die Glocke? Ja, genau, die Glocke. Das wollte ich noch sagen. Leute, die Glocke, sprengt die Glocke. Von euch haben gerade mal 20% die Glocke angedrückt. Und ihr wollt doch, dass das Handy klingelt, wenn ich ein neues Video hochlade, oder? Ne? Also, dann kommt ihr auch nicht zu spät zu meinen Premieren, wenn ihr die Glocke drückt. Aber auch nur, wenn ihr die Glocke drückt. Sonst gibt's halt eben keine Nachricht darüber, dass jetzt ein neues Video da ist und ihr seht's halt nur als roten Bommel bei euch in der Abo-Liste. Ne? Jo. Wenn ihr noch andere Videos sehen wollt, dann findet ihr jetzt hier eine Playlist und das letzte Video von gestern. Ansonsten bedanke ich mich wieder wie immer fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.